Schönen guten Morgen, Freunde. Heute vom letzten Tag oder dem letzten vollen Tag hier am Lago Maggiore. Das Wintersonne wird auch wieder richtig gut werden. Und wir haben ja bisher noch nicht die Chance genutzt, auf eine der Borromäischen Inseln oder auf 2 oder auf 3 zu fahren. Und deshalb denken wir, das sollten wir heute auf jeden Fall noch tun. Wir haben ja von anderen Anwohnern hier in diesen Apartments, die ebenfalls mit dem Hund da sind, schon gehört, dass man das am besten nur auf die 2 Fischerinseln beschränkt, denn dort darf der Hund überall mit hin. Auf die Isla Bella, wo dieses Schlösschen, die Burg oder was auch immer das ist, steht, da dürfte der Hund fast nirgendwo mit. Und deswegen machen wir das wahrscheinlich auch so. Allerdings ist heute auch Sonntag und das heißt, könnte durchaus sein, dass es einfach auch sauvoll ist. Ich nehme auf jeden Fall die Strandtasche nochmal mit, falls wir doch einfach nur zum Strand fahren. Auf so eine da drüben wollen wir übersetzen und habe jetzt eben schon erfahren, von da unten fahren zwar von dort unten fahren zwar die Boote ab, allerdings fahren die wohl erst nach Stresa und von Stresa gibt es dann die Taxis, Wassertaxis darüber. Dort übrigens ist das hier, das müsste die Isla Bella sein mit diesem Schlösschen und das hier eher so die Fischerinseln, wo die Fischer dann wieder ankommen und auch ihren Fisch verkaufen. Ich bin mal gespannt. Heute auf jeden Fall wieder mega geiles Wetter. Ich könnte durchaus mir vorstellen, hier bei diesem Wetter auch mal ordentlich zu shooten, hier so am Lago. Vielleicht mal mit Danny hierher, der versteht wenigstens alles. Auch schon alles dreckig hier. Es ist auf jeden Fall wie immer nach so einem Urlaub, braucht so ein Auto einfach mal eine Grundreinigung. So, die Mädels sind jetzt schon vorgelaufen mit dem Hund, damit er noch mal sein Geschäft machen kann. Hol die jetzt da vorne ab und ich würde sagen, dann geht's los. Dann bahnen wir uns mal den Weg runter vom Berg, die Serpentinen runter. Und dann schauen, was mehr Sinn macht. Entweder von hier abzulegen mit dem Wassertaxi erst rüber nach Stresa oder direkt nach Stresa zu fahren und von da aus dann rüber. Wir fahren jetzt erstmal los. Fridolin ist uns auch hier runter gefolgt. Zack. Irgendwo wieder hier rein. Gerade erfahren, das war nicht Fridolin, das war Clara, oder? Mhm. Ja. Ist nur eine Freundin von Fridolin. Also wenn man merkt, dass Sonntag ist, ist es hier wesentlich mehr los. Normalerweise sieht man auf den Serpentinen keinen einzigen Fußgänger. Und Fahrradfahrer sind auch jede Menge unterwegs, also Rennradfahrer. Und auch hier der Parkplatz am Bahnhof, der war ja normalerweise immer komplett leer. Jetzt stehen wir hier hinten schon auf einem der letzten Parkplätze. Ja, macht schon mal Hoffnung für die Bootstour. Eure Hüte. Grazie. Prego. Batsch. 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 Naja. An den Fahrstil muss man sich zwar wirklich erst gewöhnen, aber an diese kleinen Gassen, daran könnte ich mich definitiv gewöhnen. Das direkte Urlaubsfeeling, sogar ganz ohne Möwen, einfach nur durch diese kleinen engen Gassen, sehr mediterran, alles ein bisschen Naturstein. Sehr cool. Ticket haben wir. Es wird voll, bin gespannt. Angekommen auf dem Boot. Also so wie es schaukelt, seekrank sollte man nicht sein.
Aber macht Spaß, Digga. Bin mal gespannt, wenn wir jetzt gleich hier losfahren. Voll ist es auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall voll. Irgendwie noch ein Junggesellenabschied. Ja. Auf geht's. Wir schaukeln uns nach Pescatore. 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 Ich hab keine Ahnung. Gerade noch drauf. Jetzt angekommen auf Pescatore. Buddy hat es auch überlebt. Gucken wir mal, ja. So einigermaßen. Ja, scheinbar sind wir jetzt hier im Turi Eldorado. Ja, muss man wohl zu anderen Uhrzeiten machen und nicht an Sonntag vielleicht. Aber egal, wir machen das Beste draus. Wir gucken, was es hier so gibt und laufen hier einmal rum. So groß ist das, glaube ich, gar nicht. Von daher ist es, glaube ich, gut in 1 bis 2 Stunden hier alles machbar. Die Frage rechts oder links? Stopp. Rechts. Okay. Rechts. Und ja, man sieht schon, hier geht es dann direkt los mit den ganzen Ständen. Völlig überfüllten Insel sind wir geflüchtet, und zwar hier nochmal an den Strand, wo wir jetzt schon die letzten 2-3 Tage waren, ne Buddy? Und ja, lassen jetzt nochmal den letzten Tag ausklingen. War bis eben sauheiß, jetzt verschwindet die Sonne so langsam. Alles in allem geht dann mit auch der Italienurlaub so langsam zu Ende. Buddy, hattest du Spaß? Hast du Spaß gemacht? Mädels sind jetzt immer Eis und Cappuccino kaufen. Übrigens beim Kaffee hat man mal gemerkt, was Kaffee wirklich kosten kann, im Gegensatz zu den Preisen bei uns in Deutschland. Also ein Cappuccino kostet ja einfach 1,50. Das heißt, du kannst hier 10 Stück am Tag da locker mal reinjodeln. Und ja, so lassen wir dann den Abend jetzt heute nochmal ausklingen. Morgen geht es wieder zurück nach Deutschland. Um 9:30 müssen wir ausgecheckt haben. Gucken, was wir da noch so machen. Und dann, da kommt mein Cappuccino. Würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr dabei wart bei der Vlog-Geschichte hier. Sorry, Vlog-Pressure. Vlog-Pressure ist mit an Bord, und dann geht's ab Dienstag wieder ganz normal weiter. In diesem Sinne. Ciao.